Ja, das Spiel ist halt auch so komplex, dass ich überlege, ob wir uns nicht jetzt schon sogar Gedanken machen können über unsere eigene Politikstrategie im Sinne von, wofür steht denn der Staat, mit dem wir hier arbeiten? Ja. Weil es einfach einen Unterschied macht, ob wir dann, keine Ahnung, sagen, wir setzen auf natürliche Energiequellen oder ob wir auf Atomstrom setzen. Das macht ja schon einen Unterschied. Und wenn wir jetzt aber langfristig planen würden, keine Ahnung, Klimaneutralität oder irgendwas, dann würden wir unser Geld und unsere Aktionspunkte natürlich dementsprechend auch einsetzen können und möglicherweise schneller auch am Ziel sein. Ja, was wir natürlich auch machen können, wäre nochmal in die Siegesbedingungen reinzugucken, hier bei der Regierung. Mhm. Da gibt es halt einmal Weltregierung, das heißt, wir sind gerade Blockanführer, weil wir Australien gefragt haben, willst du in den Block reinkommen? Und wir wurden nicht gefragt, sondern wir haben den Block mit Australien gebildet. Das wäre eine Möglichkeit, die ich verfolgen wollen würde. Es gibt noch versteckte Bedingungen. Wir haben noch nicht Projekt umgesetzt öffentliche Diplomatie und Projekt umgesetzt quantitative internationale Beziehungen. Dann gibt es noch Information ist Macht. Da ist es, dass wir einen Index für menschliche Entwicklung über 85 haben und auch noch einige versteckte Bedingungen. Dann gibt es Globalisierung, wirtschaftliche Überlegenheit, absolute Herrschaft und ewiger Ruhm. Ich denke mal so Sachen wie absolute Herrschaft. Wir werden von Neuseeland aus nicht eine Invasionsmacht aufbauen können. Und ich möchte so auch eigentlich gar nicht spielen. Man kann halt mal gucken, an welchen Sachen man sich orientiert. Ich finde das besser als, also tatsächlich zu gucken, was ist hier so vorgegeben. Ich würde gerne so auf Weltregierung und auf diesen Information ist Macht, weil das ist halt so Forschung getrieben. Ja, das wären auch meine beiden. Immer wieder drauf gucken, um zu gucken, wie gut sind wir daran und das als Indikator zu nehmen. Und ja, da haben wir ja jetzt hier, wir haben zwei Projektvorschläge, die wir verfolgen können und versteckte Bedingungen, die versteckten Bedingungen werden aufgedeckt, sobald die verfügbaren Bedingungen erfüllt wurden. Das heißt, da sollten wir hin und wieder drauf gucken. Und dann würde ich das tatsächlich abhängig davon machen, welche Möglichkeiten uns diese Projekte alle eröffnen. Das klingt total gut. Also ja, ich finde es einen schönen Ansatz. Ja, und was jetzt auch noch spannend ist. Wir sind heute gar nicht so richtig mit dem Chat zusammen, merke ich. Ja. Wir haben noch gar nicht gefragt. Wir quatschen hier die ganze Zeit. Was sagt ihr denn? Also ich sage nicht, dass es, weil es ein Strategiespiel ist, dass wir nicht eventuell den einen oder anderen Feldzug machen müssen. Vielleicht auch, weil wir provoziert werden und weil wir dann eventuell von irgendetwas profitieren können. man bekommt euch doch eh nicht dazu, böse zu sein. Vielleicht schafft es dieses Spiel. Wer weiß. Ich weiß nicht, was die uns hinwerfen. Ich habe auf jeden Fall in meinem anderen Spielstand wirklich viele Ereignisse gehabt, wo ich so dachte, so, okay, wo stehen meine Armeen? Das lasse ich mir jetzt nicht mit mir machen. Also es ist gut darin, meine schlechte Seite hervorzutun. Aber ich habe ja Gott sei Dank Romy bei mir. Wir gucken mal. Aber es ist halt auch ein schöner Sandkasten, dass wir eventuell später halt auch mal böse. Also Nordkorea könnte ich mir auch vorstellen in einer zweiten Runde, wenn wir uns zurechtgefunden haben. Ja, und dazu kommt ja auch, dass Politik sich schwer in Kategorien wie gut und böse einordnen lässt. Manchmal sind Sachen vielleicht nicht unbedingt schön, aber in dem Fall richtig und oder wichtig. Und ich glaube, dass es schwierig wird, immer nur alles nach dem Wohl aller auszurichten, weil das irgendwann Grenzen hat. Man muss halt irgendwann gucken, wann genug genug ist. Und dann ist halt die Frage, wie empfindsam sind die Regierungen und die Parlamente und die Menschen in den jeweiligen Staaten zu bestimmten Themen.
Und wir haben den großen Vorteil, dass wir nicht nur einen sehr aktiven Chat haben, die uns im Zweifelsfall auch sagen, jetzt haut auf den Tisch oder macht's anders, sondern wir uns natürlich jetzt auch die ganze Zeit im Austausch finden, sodass ich schon denke, da wird die ein oder andere Entscheidung fallen, von der wir selber nicht geglaubt hätten, dass wir sie treffen. Genau, im Moment noch nicht. Und genau, was ich dir auch noch zeigen, was ich auch gerade noch zeigen wollte, ich bin jetzt mal kurz auf Papua Neuguinea gegangen. Blockaktion, 180 Tage Cooldown zum Block hinzufügen. Das heißt, okay. Und der kommt immer, auch wenn es scheitert, jemanden zum Block hinzuzufügen, haben wir 180 Tage, die wir warten müssen. Das heißt, wir können uns jetzt auch schon mal überlegen, wen wir als nächstes quasi in den Block holen wollen. Weil da müssen wir Beziehungen verbessern. Ich sag Großbritannien. Großbritannien? Mhm. Finde ich schön. Das Commonwealth. Ich habe Papua-Neuguinea ausgewählt, ne? Ich wähle mal wieder Dings aus. Und da sind unsere Beziehungen. Ja. Also ich denke so, wir haben das gleiche Staatsoberhaupt, das könnte funktionieren. Okay, also positive Aktionen. Wohlwollen erlangen, Cooldown 70. Dann würde ich sagen, wir machen Beziehungen verbessern und wir machen Investitionen, oder? Ja, finde ich gut. Und positive Aktionen, Investitionen. So. Dann läuft das und dann arbeiten wir quasi daran, dass wir Großbritannien reinholen in unseren Block. Das ist ein interessanter Block. Neuseeland, Australien und Großbritannien und Neuseeland als führende Nation in diesem Block. Vielleicht ist das auch eigentlich so. Vielleicht sind die Kiwis die heimlichen Five-Eye-Helden. Ah. Vielleicht. Ja, zumindest haben sie eine sehr interessante Premierministerin. Auf jeden Fall. Faszinierende Frau, was man so auf Twitter sieht, auf jeden Fall. Das Projekt Politik der Diplomatie wurde umgesetzt. So, dann mach ich doch mal auf Pause, weil wir haben jetzt einen Projektslot frei. Und die musst du mir wieder durchmoderieren, weil ich es einfach nicht erkennen kann. Ich bemühe mich auf jeden Fall rein zu zoomen. Wir haben hier diese Ad-Hoc-Sachen, die haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Also Stilllegung der Regierung. Legen Sie die Regierung still und erlauben Sie lediglich die Ausführung grundlegender behördlicher Tätigkeiten. Ja, das wollen wir ja nicht. Ah, das war das nicht letztes Jahr in den USA so, als Sie keinen Haushalt hatten? Ja. Da gab es den Government Shutdown. War das letztes Jahr oder war das vor 2 Jahren? Ich komme gerade durcheinander. 2019 war das. Ja, letztes Jahr. Das ist erstaunlich, was alles so passiert in so einem Jahr. Ja. So, ja, aber das finde ich jetzt hier gerade nicht so. Nee, also das ist Infrastruktur. Maximal da unten. Ja. Genau. Das wäre auch Infrastruktur. Fokussieren Sie Ihre Anstrengungen auf die Entwicklung einer stabilen Infrastruktur. Ja, das ist super wichtig. Also wir haben ja sehr viele ländliche Regionen. Mir fallen jetzt keine großen Industrieprodukte ein aus Neuseeland. Da bin ich gerade. Das wäre was für die nächste Woche. Für Wissen über Australien. Quatsch, über Neuseeland. Mhm. Was ist denn eigentlich die Wirtschaft? Aber da wäre auf jeden Fall Infrastruktur ganz interessant. Und außerdem bringt es Arbeitsplätze und wir müssen in unser Bruttoinlandsprodukt investieren. Ja, Infrastruktur. Also es gibt die Vorteile: IME plus 3 und Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,03. Ist krass. Also das würde ich jetzt mal. Das ist eigentlich auch so ein, wenn ich mich mit meinen rudimentären Volkswirtschaftskenntnissen noch recht entsinne, auch so ein klassisches Ding, wenn Staaten in so einer Rezession sind, dass die Regierungen dann in solche Infrastrukturmaßnahmen investieren, damit auch die Wirtschaft innerhalb des eigenen Landes wieder vorangetrieben wird, weil natürlich dann auch Arbeitsplätze im eigenen Land geschaffen werden und so. Ja, ich denke, hier sind so ein paar Sachen, ne, weil das ist unter ad hoc. Wir können Kriegsrecht machen, Ausnahmezustand, Belagerung verhängen, Nachkriegswiederaufbau, Ausgangssperren verhängen. Da haben wir, also
das sind so Ad-Hoc-Geschichten. Ich finde die Spion-Ausbildung noch interessant. Wo hast du die gesehen? Also wenn wir schon Spione losschicken, dann sollen die auch gut ausgebildet sein. Ah, Spion-Ausbildung. Die können wir noch nicht machen. Wir müssen erst ein Spionageprogramm. Spionagewesen haben wir noch gar nicht angefasst. Das heißt, wir können auch gar keinen Spion anheuern. Okay. Das ist halt auch spannend, dass wir auch hier, wenn man so diesen den Kästchen so ein bisschen folgt, wir wirklich entscheiden können, in welche Richtung wir uns entwickeln. Ja. Also ob es eher in, also in die krummen Geschäfte, da hat man schon die Option, Terrorismus oder terroristische Operationen, das sind schon völlig unterschiedliche Schwerpunkte, die man da setzen kann, im Bereich in dem Fall Gegenspionage. Counterintelligence. Sehr interessant. Mhm. Und ich wäre aber immer noch bei dem Bereich Wirtschaft, dass wir da nochmal drauf gucken. Wirtschaftlicher Fokus. So, da haben wir hier oben Agrarsubventionen, Tourismusregulierung und Industrieverordnungen. Guck mal auf die Industrieverordnungen. Würden unsere ganzen AP auffressen für... Wir kriegen Umweltzerstörungsmodifikator Neuseeland minus 1 und unser Bruttoinlandsprodukt würde minus 0,1 wachsen. Wir haben im Moment noch keine Umweltzerstörung. Ich glaube, wir haben auch nicht so wahnsinnig viel Industrie. Ja, genau. Das könnten wir uns aufheben. Dieser Tourismusbereich, den finde ich interessant, weil ich würde jetzt mal vermuten, dass Australien insbesondere von Landwirtschaft und von Tourismus lebt. Und das waren ja diese beiden oberen, ja, Bereiche. Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,01. Das ist schon cool. Ja. Und der Index menschlicher Entwicklung steigt auch? Ja, aber unser BIP-Wachstum wird etwas runtergedrückt. Und dann haben wir noch Agrarsubventionen. Da kriegen wir Interventionismus-Zielwert plus 1. Und wir kriegen eine Aktion freigeschaltet, dass wir Agrarsubventionen durchführen können in einer Region. Ja, also Agrarsubventionen kann man machen. Ich wüsste nur gerade nicht so richtig, wofür. Ja. Also ist gerade der Grund, dass wir zu wenige Absatzmärkte haben, oder warum subventionieren wir das gerade? Ja, aber das ist halt so eine Aktion, die wir freischalten können. Die weiß ich nicht. Aber Tourismusregulierung, das schreibe ich mir mal auf. Tourismus. Weil mir ist noch was eingefallen, was mir auch... Also dieses Spiel hat sehr, sehr viele Ebenen. Wir kehren zu den Projekten zurück. Ich will dir noch kurz was zeigen. Gerne. Wir haben ja hier fünf Distrikte. Nämlich einmal hier diesen Wasserdistrikt, die Südinsel und diese Nordinsel. Und dann Wellington, Christchurch und Dunedin. Wenn ich jetzt auf Dunedin rechtsklicke, ich kann Provinzaktionen und regionale Aktionen machen. Provinzaktionen sind so Sachen, wirtschaftliche Aktionen, militärische Aktionen, gesellschaftliche Aktionen. Wirtschaftliche Aktionen, aggressive Bergwirtschaft, Ausbeute erhöhen, Umweltschützen, Entwicklungszuschüsse, Modernisierung der Infrastruktur. Ich kann hier nochmal in den einzelnen Provinzen Dinge tun. Gesellschaftliche Aktionen, Befriedung von Minderheiten, Propaganda, Sozialgesetze, Aufnahme von Einwanderern, Kulturwandel, ein Festival, Ansprache des Staatsoberhauptes können wir hier machen. Und dann habe ich noch die Provinzaktion. Ne, da war ich gerade drin. Die regionalen Aktionen. Da habe ich nochmal andere Sachen. Gesellschaftliche. Ich kann akademische Kooperationen durchführen, eine Wahlkampagne oder Regionalregierung unterstützen. Und
das ist so spannend, Regionalregierung unterstützen. Wir kriegen plus 15 Aktionspunkte als Einnahme. Okay. Okay, Vorschlag. Wir schauen, bevor wir uns jetzt mit der internationalen Politik beschäftigen. Ja, gucken wir mal nach innen. Gucken wir mal nach innen. Und da wäre jetzt meine Idee, dass wir uns diese Provinzen mal anschauen und mal gucken, wie es denen so geht und wie die Wirtschaft da aufgestellt ist oder was auch immer uns dort noch interessiert. Und wir dann für jede Provinz uns so irgendwie eine Sache raussuchen oder zwei, wo wir sagen, das ergibt Sinn. Ja, also Provinzdetails haben wir hier. Also beispielsweise haben mich diese akademischen Kooperationen sehr interessiert, aber ich vermute, dass man da schon eine Region haben muss, wo auch eine Universität sitzt oder irgendwie mehrere oder so. Ah, wir haben auch einen Überblick über im Moment keine laufenden Aktionen. Wir können auch immer nur eine Aktion gleichzeitig machen. Und hier können wir das auch, also Aktionen in der Provinz, Aktionen in der Region. Also so Provinz und Region, diese Unterscheidung ist wahrscheinlich auf Englisch irgendwie etwas besser. Es ist anscheinend nicht gut übersetzt. Wir können erstmal, also viel Informationen haben wir nicht. Wir wissen, dass hier abgebaut wird. Also wir bauen hier anscheinend Brennstoff und Metalle ab, beziehungsweise kriegen wir von dort. Was haben wir hier? Und wir haben Zuchtfarmen als Gebäude in diesem Bereich. Subtropischer Wald. Was vorkommt? Hier kommen Metalle und Brennstoff kommt hier vor. Und hier sind die ganzen Boni, die wir bekommen. Und dann Provinz-BIP, Provinz-Unzufriedenheit und Provinz-Ziel-Unzufriedenheit. Also, wie sehr das steigt. Provinzbevölkerung. Ah, ich verstehe. Ich habe gerade noch mal geschaut. So viel, wir hätten vielleicht doch diese Woche, ich hätte diese Woche schon anfangen sollen mit dem politischen System Neuseelands. Ich habe gerade noch mal geguckt. Neuseeland ist aufgeteilt in 16 Regionen und diese wiederum sind auch nochmal in Distrikte unterteilt. Mhm. Sind insgesamt 54 Distrikte und das ist dann im Endeffekt ähnlich wie wir es auch kennen, dass die unterschiedliche Zuständigkeiten haben. Ah, okay. Aber da beim nächsten Mal vielleicht dann mehr und ausgefeilter. Und so. Hallo Guerillaschieb, schön, dass du auch da bist. Wir steigen gerade in die Komplexität von Real Politics 2 tief ein. So wie das aussieht. Ich habe letzte Woche noch gedacht, wir werden an dem Spiel einen Winter spielen, aber ich befürchte, wir spielen an diesem Spiel nicht nur im Winter, sondern auch irgendwie noch den kompletten Sommer. Na, mal gucken. Vielleicht können wir auch eine Pause machen, aber vielleicht wird es von dem Klein-Klein auch relativ schnell groß. Oder wir kriegen, wie das bei Democracy 4 neulich war, einfach so gewaltig auf den Latz, dass wir nicht 100 Jahre voll machen. Das kann ja auch passieren. Ich möchte das nicht hören, André. Entschuldigung. Wir können jetzt nicht viel über die Wirtschaft hier lernen, außer dass wir so Provinzbevölkerung und wie viel BIP wir haben. Wenn ich das mal so durchklicke, was haben die hier? Die haben mehr BIP, aber haben weniger Bevölkerung, ist interessant. Dann würde ich jetzt hier tatsächlich mal so in all diesen Dings mal die Aktionen erstmal machen. Ja. Also wir können entweder gesellschaftliche Aktionen, Regionalregierung unterstützen, Wahlkampagne oder akademische Kooperation. Können wir uns nicht leisten. 3000 Aktionspunkte. Schade. Oh, und wir haben nicht wissenschaftliche Integration in unserem Blog erforscht. Aber das sorgt dafür, dass die Projekte schneller umgesetzt werden. Das ist schon spannend. Wirtschaftliche Steuererleichterungen sorgt für BIP-Wachstum und Steuereinnahmen minus 10%. Und Unzufriedenheit sinkt. Ja, dort, aber wer weiß, wie es in den anderen Regionen ist.
Genau, wir haben da im Moment eine Unzufriedenheit von 3%. Ja. Aber das müssen wir tatsächlich nicht machen. Also, akademische Kooperation können wir nicht machen. Eine Wahlkampagne würde ich jetzt nicht... Wir haben ja gerade angefangen. Ich würde Regionalregierung unterstützen, um tatsächlich unsere AP zu boosten. Ja, das finde ich eine gute Idee. Kostet uns 500 und Geld haben wir genug. Mhm. So. Die läuft ja auch irgendwann ja auch, aus. Ist ja auch innenpolitisch wichtig, ja, dass sich die unterschiedlichen staatlichen Ebenen gut miteinander... So, im Südpazifik, der gehört uns, aber wir haben null Provinzbevölkerung. Dementsprechend können wir da... Doch, da können wir auch eine Aktion durchführen. Ja, nee, können wir nicht. Das ist, ja. Da können wir keine... Weil da niemand lebt. Aber wir könnten hier was bauen. Aber dafür brauchen wir erstmal die Technologie, bestimmtes Gelände. Da können wir... da können wir nicht alles bauen. Da haben wir letztes Mal schon drüber geguckt, wenn wir so Wirtschaft... Gesellschaft war zum Beispiel schwimmende Stadt. Könnten wir da bauen, aber da müssen wir das Projekt nationale Wassergesellschaften erst erforschen. Dann könnten wir da diese schwimmende Stadt bauen und dann hätten wir Bevölkerung in diesem Dings. Dann machen wir erstmal mit unseren Landmassen weiter. Ja, ich denke auch. Und hier wird gerade die... Nee. Wir haben jetzt Regionalregierung unterstützen in allen. Ah, okay. Ah, okay, wir machen das dann also nicht für jede Region einzeln, sondern wir machen das dann, wenn, für alle. Genau, aber dann haben wir noch, das ist, das ist die Aktion in der Region, regionale Aktion, und für die Provinzen ist es wahrscheinlich einzeln. Okay. Oh, das Belana wär, ist da. Hallo, Belana. Hallo, Belana. Ja. Wäre dir da eher nach was Gesellschaftlichem, Wirtschaftlichem oder Militärischem? Ich würde mal gerade gucken. Hier oben haben wir jetzt plötzlich Minuswerte, sehe ich gerade. Wir könnten halt hier gucken, ob wir... aber wir haben hier gar keine... wir haben hier nur so eine Zuchtfarm. Ich würde mal gucken, was ist denn Modernisierung der, der Infrastruktur? Provinz Umweltzerstörung Dandin plus 20%. Interventionismus geht einen hoch. Provinz BIP 5. Also kriegen 5 mehr Bruttoinlandsprodukt. Ja, das klingt doch gut. Umweltzerstörung geht hoch. Ich würde nochmal... Ja, es liegt daran, dass wir... Also da... wo wir momentan modernisieren, geht das irgendwie immer mit Umweltzerstörung einher. Ja. Ja, ich würde mal, genau, Provinz, ich würde mal gesellschaftlich auch gucken. Boah, Befriedung von Minderheiten klingt auch so ein bisschen von oben herab, oder? Also das eine ist, man versucht so miteinander zu leben und auszukommen, aber Befriedung von Minderheiten klingt so, wir müssen die jetzt ruhig stellen. Ich sehe auch nicht genau, was es tut. Die Auswirkungen sind alle negativ, hätte ich jetzt gesagt. Naja, die Wahrscheinlichkeit für eine Rebellion sinkt, wenn ich das gerade richtig sehe. Oh ja, tatsächlich, ja. Wir haben hier null Wahrscheinlichkeit für eine Rebellion. Null. Das ist ja schon mal gut. Könntest du mal bitte das Gleiche nochmal in Wellington oder in Christchurch machen? Weil ich gerne wissen will, ob wir unterschiedliche Möglichkeiten oder Chancen in den verschiedenen Regionen haben. Oder da ist dasselbe, ja.
Also ein Festival wäre doch mal schön. Belana, Prost. Oh, mein Kaffee wird kalt. Ja, so ein Festival finde ich super, André. Ja, ich würde gerne mal wieder so richtig tanzen ohne Feier. Provinzunzufriedenheit sinkt um 10%, BIP geht um 1 hoch und persönliche Kontrolle Neuseeland um minus 1. Das ist auch spannend. Ja, wenn ein Festival uns auch noch einen BIP-Boost bringt, finde ich das gut. Ja, dann machen wir das da mal. Wir geben dann halt etwas aus, aber... Okay, dann machen wir das da. Festival läuft. Da und in Wellington, da wo unsere Hauptstadt auch ist. Provinzen, gesellschaftliche. Ich hätte jetzt gesagt, lass uns doch mal Einwanderer aufnehmen. Oder auf jeden Fall hier unten in Dundeen. Dundeen ist am geringsten besiedelt. Ah ne. Oder Christchurch waren nur 3. Wellington haben wir 40. Da ist die meiste. Also hier in Dundeen. Dunedin. Ich sag jetzt Dundeen. Da könnten wir Flüchtlinge aufnehmen. Ja, aber die Infrastruktur ist jetzt schon so schlecht ausgebaut. Ich würde lieber dort den Umweltstärkungsbereich hinsetzen. Weil Wellington jetzt sowieso schon relativ dicht besiedelt ist, dass wir dort eher auf Wissenschaft und Forschung gehen. Also die Umwelt schützen. Genau, also dass das so ein bisschen Umweltschutz- und Tourismusattraktivierungsregion wird, wäre meine Idee. Ja. Weil, wie im Chat schon angemerkt worden ist, der Herr der Ringe wurde gedreht. Ja, wir haben keine Umweltzerstörung in Dundeen. Ja, noch nicht, aber wenn wir die ganzen Infrastrukturprojekte angehen, die geplant sind, dann kommen die. Ja, aber dann würde ich doch hier dann tatsächlich mit Infrastruktur anfangen und erst wenn wir da einen kleinen Wert haben, dann erst was dagegen tun, hätte ich jetzt so gesagt. Aber wenn wir doch schon wissen, dass das Problem entstehen wird, dann können wir doch schon vorher was dagegen machen. Ja, ich weiß nicht, ob das Spiel so funktioniert, dass der Negative, also ob das ins Negative reingehen kann. Also okay, das müssten wir austesten. Ja. Also müssten wir uns 2 Regionen raussuchen und es in der einen so machen und in der anderen so. Die einen machen wir mit Umweltschutz und die andere mit Infrastruktur und dann jeweils das andere und dann gucken wir uns den Unterschied an, was uns das bringt oder nicht. Ja. Also Provinz, wirtschaftlich. Ja, okay, Modernisierung der Infrastruktur. Ach nee, das können wir uns hier tatsächlich leisten. Und das bringt halt die Umweltzerstörung mit sich und deswegen. Ja. Hätte ich da zumindest das andere noch nachgeschoben. Ja, also ich würde hier. Ja, okay. Es gibt auch gewaltig Umweltzerstörung, ne? Mhm. Aber dann würde ich das machen und da dann als nächstes halt dieses Ding dann nachschieben quasi. Also. Ja, also Infrastruktur anfangen, Umweltzerstörung versuchen weitgehend wieder zu beseitigen und dann Tourismus hinterher schieben. Ja, irgendwie sowas. Okay. Also machen wir hier jetzt eine Modernisierung der Infrastruktur. Ja. Okay. Ist übrigens auch schön. Ich meine, es sind jetzt ein paar Leute erst in der letzten Viertelstunde dazugekommen. Und das Einzige, was wir so insgesamt an Entscheidungen heute geschafft haben, war, dass wir jetzt in einem Block mit Australien sind, unsere Beziehungen zu Großbritannien verbessert haben. Und wir haben ein Festival veranstaltet und naja, das, was wir gerade eben gemacht haben, die Infrastruktur. Das waren alle Entscheidungen, die wir in der letzten Stunde getroffen haben. Ja. Ja, es ist halt pro Woche doch 4 Monate. Ich bin mir nicht sicher, ob wir 4 Monate pro Spielrunde schaffen. Ja, wir gucken mal. So, und hier machen wir jetzt mal die Umwelt schützen proaktiv quasi. Ja. Gesellschaftliche Aktionen. Nee. Wirtschaftliche Aktionen, Umwelt schützen. Ja.
Okay, machen wir das mal. Ja, das... sehr gut. Finde ich gut. So, jetzt haben wir die Sachen gemacht. Jetzt müssen wir... ja, man kommt zu nichts. Ich kenne das.